Herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Let's Go Evoli. Und das hier ist nicht einfach nur ein weiterer Part, sondern, wenn meine Berechnungen stimmen, der erste Part im Jahr 2019. Den tun wir doch gleich mal mit einem Kampf gebührend feiern, oder? Du scheinst mit dem Pokémon aus, nicht mit dem Pokémon auszukennen, aber wie steht's mit deinen Naturwissenschaften? Kennst du dich damit auch aus? Naturwissenschaften? Ja, eigentlich, das sollte ausreichen. Aber wieso? Weil du mit Gift hantieren möchtest? Das gefällt Vulpix gar nicht. Gleich mal ein Flammenwurf. Ja, wie ihr seht, im letzten Part waren wir noch ein bisschen geschwächter. Neues Jahr. Da dachte ich mir, ich kann auch mal zum Pokémon Center gehen, wenn es eh gerade um die Ecke ist. Zumal uns ja mit der K.O.-Attacke ganz schön außer Gefecht gesetzt wurden. Und ich kann es nicht glauben, dass es tatsächlich wieder an sowas jetzt scheitert. Dass Feuerwirbel nicht trifft. Mensch, das neue Jahr geht ja gut los. Ja, was ein Reinfall. Oh, du musst doch nicht weinen. Nur weil du schwächer bist und schlechter, musst du doch nicht gleich flennen. Sei ein Mann. So, und Pokéball. Und da verspielt sich Kapsel X-Tempo. Ja. Kannst du behalten. Danke, brauche ich nicht. So, was bist du für einer? Dieser Kampf wird zeigen, ob mir das Glück hold ist oder nicht. Ach nein. Warte, das ist wieder so ein Würfeltypi. Sag mir nicht, du kommst wieder mit einer K.O.-Attacke um die Ecke. Rehorn, ja, höchstwahrscheinlich kommt er mit einer K.O.-Attacke. Das muss nicht sein. Wirklich, das braucht niemand. Es ist Typ Boden, ne? Nicht Typ Stahl. Ah ja, 35, das ist so einer, der mit K.O.-Attacken umgeht. Ehrlich zuallererst. Kein Pokémon, ja. Zwei von diesen Typen auf einer Route. Das ist echt stressig. Zumal, weil wir könnten mit Schaufler dem, glaube ich, ganz gut entgegenwirken und das kontern, oder? Indem wir dann eine Runde schon mal weg sind. Ich meine, es hat ja nur 5 AP. Das ist sehr effektiv. Okay, dreimal hat er schon verfehlt. Wenn ich jetzt nochmal Schaufler einsetze, dann muss ich noch einmal Glück haben, dass es mich nicht trifft. Und danach müsste er, wenn er so drauf ist wie der andere, Verzweifler einsetzen. Gut, das könnte mir natürlich mir dann doch ganz schön viel Schaden auch machen, Verzweifler. Yes, wir haben es geschafft. So, ich baue jetzt mal drauf, dass dass wir einmal Verzweifler zur Not auch überleben würden. Schade, er tut sich nicht selber verletzen, jetzt. Aber jetzt werden wir einmal Verzweifler abkriegen müssen. Ich glaube, dass Vulpix das überlebt. So stark darf Zweifel eigentlich auch nicht sein. Ja. Cool. Haben wir, glaube ich, ganz gut ausgekontert mit Irrlicht und mit Schaufler. Tja, das Glück war dir nicht hold und ich hasse diese Taktiken von euch. Offenbar hat das Glück mich verlassen. Möglich, gut möglich. Allerdings ist Vulpix doch jetzt schon ganz schön angeschwächt. Deswegen lassen wir mal Bisagnospin vortritt. Bei vielen Gerena scheint hier eh nicht mehr zu sein. Wollen wir erstmal in diesen kleinen Garten schauen, was da so ist? An Pokémon. Und vor allem mit was für ein Level. Schauen wir mal rein. Oh, das sind auch noch Trainer und Pokébälle. Ein Feuerstein. Damit könnten wir
Vulpix entwickeln. Allerdings, glaube ich, ist es noch nicht sehr ratsam, das jetzt schon zu tun, weil er, glaube ich, als Voluna nicht mehr allzu viele Attacken erlernt. Ich muss schauen, wann ich den Stein einsetzen werde. Je früher natürlich, desto besser. Aber gut. Hier gibt es jede Menge Pokémon zu fangen. Stör mich gefälligst nicht. Oh, also, okay. Tut mir leid. Du störst mich gerade, indem du gegen mich kämpfen möchtest, aber... Bei so einer Schönheit kann man das schon mal... Ist okay. Du darfst das ausnahmsweise. By the way, ich glaube, es ist nicht nur mir aufgefallen. Es ist ein bisschen häufig derselbe Sprite in dem Spiel, der benutzt wird. Teilweise zu häufig auf derselben Route. Klar, es war schon immer so bei... Was war das übrigens gerade? Blitz? Genauigkeit sinkt. Oh nein. Aber Rasierblatt hat doch... Ne, es war Zauberblatt, was immer trifft. Na gut. Soll er halt damit so orientieren, wenn er meint. Boah, das hat reingehauen. Aber wir sind trotzdem an engeren Hebel. So, was ich sagen wollte, die Sprites kommen fast schon zu häufig vor. Ich meine, klar, dass man denselben Sprite öfters benutzen musste, war legitim. Ich meine, immer war die Beschränkung da vom DS- bzw. 3DS-Teil von der Hardware halt eben stark limitiert. Allerdings ist diese Ausrede jetzt absolut nicht mehr möglich. Die Switch hat mehr als genug Leistung für zig verschiedene Sprites. Als Beispiel kann man immer ganz gut Breath of the Wild benutzen. Dann, ja, dieses Spiel hat einfach gleich mal zu Release der Switch gezeigt, was alles geht und wie verdammt geil die Switch doch ist. Naja. Fast schon ein bisschen schwach, dass man dann hier auch so wenig Sprites, so dass man sagen könnte, ja, an zwei Händen kann ich alle Sprites im Spiel abzählen. Ja. Wie gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde es ein bisschen schwach. Schwach ist aber auch gerade, wie wir uns gegen dieses Marshock anstellen. Das wird so nichts. Ah. Da wird wohl Peter ran müssen. Das wird wohl nichts helfen. Und ist auch ganz schön geschwächt. Dieser Knosp ist mittlerweile durch das zweimal Blitz ganz schön blind geworden. Und damit ist dann auch nicht allzu viel anzufangen. So, du bist Kampf auf Kampf. Sehr effektiv. Nein? Warum habe ich das so im Kopf noch? Leidet Rückstoß. Ganz schön heftig. Hätte ich nicht erwartet. Aber gut. Peter regelt. Und heilt sich. Also mir kommt so vor, als ob die Trainer, die dann tatsächlich mal auf der Route sind, dafür, dass man weniger kämpfen darf, doch ein bisschen stärker gemacht wurden. Na gut, es fehlt im Pokémon ja sowieso schon seit Ewigkeiten in Hard Mode quasi, den man einsetzen kann. Wo alle ein bisschen stärker sind. Jetzt fällt mir auf, dass ich diejenige war, die dich gestört hat. Ja, sag ich doch. Habe ich doch am Anfang gesagt. Aber ich verzeihe dir. So, Pummeluff möchte es wissen. Okay, der Wurf war miserabel, aber es sei mir verziehen. Ich bin mir sicher, dieses Jahr werde ich es noch schaffen, das zu lernen. So aber nicht. Oh Mann. Pummeluff sei gnädig und bleibt drin. Danke. Pummeluff ist auch noch ein bisschen verkatert vom Neujahrsmorgen scheinbar. Von daher hat es das mal so akzeptiert und ist drin geblieben. Und dieser Knosp entwickelt sich.
Und damit haben wir das erste Pokémon in unserem Team, welches seine letzte Endstufe erreicht hat. Herzlich willkommen, Bisaflor. Ja, Voluna hätte, also Vulpix hätte sich noch vorher entwickeln können, wenn ich gewollt hätte. Den Stein haben wir ja dieses Mal gefunden. Und Bisaflor versucht Blättertanz zu erlernen. Das ist auf jeden Fall etwas wert. Und die Zeit ist endlich gekommen, dass Tackle weg muss. Ich meine, hallo? 32 und wir haben immer noch Tackle, die allererste Attacke. Das ist, ja, das muss nicht sein. Und Blättertanz ist wesentlich stärker. Sehr schön. Freut mich, Bisaflor. Willkommen im Team. Ach ja, dich haben wir auch noch gefangen. Ganz vergessen. So, und ich finde, Bisaflor sollte auch gleich mal hinter uns herlaufen. Und wenn wir schon dabei sind, Peter an vorderster Front. Hey, Bisaflor, wie du hinter uns herhüpfst, ist ganz lustig. Bisaflor ist ganz unbeschwert. Das sieht man dir an. So. Wollen wir einen Vulpix fangen? Vulpix gibt es hier ein bisschen zu viele, finde ich. Fast schon wie Sand an Meer. Ich dachte gerade schon, der wirft den Wurf abfangen, aber. Wir haben getroffen und er bleibt drin. Sehr schön. Vulpix wurde gefangen. Nicht unser erstes und es wird wahrscheinlich auch nicht unser letztes sein, was wir sehen. So, gibt es hier sonst noch irgendwas Krasses? Oh, Radikal haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ich glaube, wir hatten zwar schon mal das Vergnügen, es ist aber geflohen. Okay, das war kein guter Wurf, ich gebe es zu. Und? Ah, schade, das wäre es doch gewesen, oder? Sehr schön sparsam, aber nein. Oh, jetzt war schnell. Fantastischer Wurf. Komm schon. Jetzt musst du aber drin bleiben. Oder? Ich hasse dich. Und ich wollte dich noch zum Kieferorthopäden schicken und dir eine Zahnspange geben lassen für deinen krassen Überbiss. Aber. Was? Okay, das mit dem Überbiss war zu Bubble zu gemein. Da ist es. Da hat es das Weite gesucht. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Ich habe noch ein Tauboga rumfliegen sehen. Aber ansonsten. Scheint hier nichts sonderlich Besonderes zu sein. So, kämpfen wir erstmal mit dir hier. Denn du wartest ja nur drauf, dass ich von der anderen Seite komme, oder? Richtig, aber du hast mich durchschaut. Ich verrate dir was. Um einen Kampf zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Ja, mein Bisaflor hat eine ganz gute Strategie, würde ich behaupten. Und auch sonst sind wir nicht so verkehrt aufgestellt. Garrett. Oh, ein Blitzer. Peter, das könnte auch aus dir werden, wenn du wolltest. Wir was so wollen. So, Sternschauer. Nado-Rakete. Ah, wie oft? Zweimal, okay. Nochmal Glück gehabt. So, wenn wir jetzt Glück haben, dann ist Sternschauer jetzt ein ganz klein wenig stärker. Es gibt ja jedes Mal bei einer Attacke ein klitzekleines Rolling. Warum hat er mega vor? Das sieht fast schon eher aus wie eine Waffe. Eine Strahlenwaffe oder weiß Gott was. Naja, sei es drum. Dein Blitzer hat nicht so die gute Strategie gehabt und hat wohl verloren. Tja, Garrett. Das begreife ich nicht. What the hell? Keinerlei Strategie zu erkennen. Tut mir leid. Und tschüss, Bisaflor. Oh, hallo. Hallo. Ladies. Mautzi ist so süß. Mautz, Mautz, Mautz. Ihr seid wohl nicht die hellsten Kerzen auf deinem Kuchen. Nicht wahr, Hella? Aber das macht gar nichts. Das ist total egal. Das wäre gerade wieder übrigens das perfekte, die perfekte Möglichkeit gewesen, einen Doppelkampf zu inszenieren.
Da das scheinbar Geschwister sind oder sowas, aber nö. Ist nicht. Ist ein bisschen traurig, dass wir bisher noch keinen einzigen Doppelkampf hatten. Ich meine, bei manchen Editionen oder gerade in den letzten, wo es dann die Massenbegegnungen auch gab, 1 gegen 5 oder Dreierkämpfe, Rundumkämpfe, als das alles eingeführt wurde, da hat man ja dann, das war so ziemlich das, der dritte Kampf, den man gemacht hat, war dann schon ein Doppelkampf oder so etwas. Aber hier? Nein. Warum auch immer. Ist eigentlich ein bisschen schade. Verschwendetes Potenzial. Gerade die Switch müsste es doch wunderbar schaffen, das zum Laufen zu bringen. Wenn ich jetzt bedenke, auf meinem alten 3DS haben teilweise die Doppelkämpfe dann mal angefangen, ein bisschen zu laggen und zu ruckeln. Hätte man hier schön besser machen können. Ich benutze übrigens ihre Mauzis gerade, um mich ein bisschen hochzuheilen. So spare ich mir den Trank. Und Peter ist wieder topfit. Ich sauge ihr Leben aus. Und sie haben gar keine Chance. Ich danke dir. Ich wollte mich schön, konnte mich schön an dir hochheilen. Liebe Hannah. Marge! Sie kann schnurren wie ein Kätzchen. Mit dir wollte ich nicht reden. Wir zeigen uns gerade gegenseitig unsere Pokémon und andere Sachen. Willst du auch mitmachen? Ja. Sofort. Fangen wir erstmal mit dem Pokémon an. Was hast du? Ein Pikachu? Das ist gar kein Problem. Peter ist gewohnt, Pikachus in den Hintern zu treten. So. Machen wir mal nicht mit Doppelkick, sondern mit Sternschauer. Peter. Das war hart. Wie grausam. Dabei sind meine Pokémon doch alle so niedlich. Du hast nur eins. Und dein Pikachu ist nicht sonderlich niedlich. Muss ich dir sagen. Tut mir leid. So, dann geht's jetzt erstmal hier. Hey, Bisaflor. Bisaflor hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Goldene Sanabeere. Okay, danke dir. Riesenpilz. Okay. Hui. Und tschüss, Bisaflor. Es tut mir sehr leid. Du bleibst öfters mal hängen. Und du hier? Lernen macht Spaß. Pokémon zu trainieren, aber auch. Und du bist der klassische Nerd. Ich verstehe. Otto. Mit einem Magnetido. Was könnte besser passen? So, da bleiben wir auch mal bei Sternschauer. Ist immerhin Step. Selbe. Okay, das ist nicht sehr effektiv. Das macht vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Aua. Natürlich landet er in Volltreffer. Gut, dann gibt's halt einen Doppelkick. Wenn du das so willst. Und tschüss. Peter ist echt ganz schön stark. Alles klar. Sieht doch aus, als sollte ich besser noch ein bisschen die Schulbank drücken. Hier, 3 Pokébälle. Ja, jetzt sei nicht schnippig. Was ist das hier? Unterführung verbindet Prismania City mit Lavandia. Aha. In der Nähe von Prismania City wurde ein riesiges schlafendes Pokémon gesichtet. Und angeblich ist es nicht der einzige Tagträumer seiner Art in der Kanto-Region. Ah, jetzt gibt es noch mehrere davon. Ich verstehe. Wollen wir diesen Weg eben mal gehen? Oh, epische Mucke. Oh, ein Pokéball. X-Treffer. Sehr schön. Kann ich irgendwann verkaufen, weil benutzen werde ich es bestimmt nicht. So.
So, sonderlich viele haben sie hier nicht hingemacht. Ein paar Bilder hätte man schon hinhängen können, oder? X ab, ja? Ja, hier unten fliegt halt echt nur Müll rum, ne? Das Einkaufscenter von Brisania City ist so praktisch, weil es so viele Waren im Angebot hat. Gehst du mit mir da vielleicht mal hin shoppen? Ja. Im nächsten Part. Lasst einen Daumen da, wenn euch der Part gefallen hat, und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also, nicht verpassen.